Moin Leute, am 21. November geht es los, da startet Phase 6, aber noch nicht mit den Raids. Schauen wir uns mal kurz den Zeitplan an. Bevor ihr nach Ankyrash aufbricht, müsst ihr die Questline The Scepter of the Shinnig Sand beginnen. Shifting Sands, nicht Shitting, Entschuldigung. Die sogar vor Phase 6 am 12. November beginnt. Dann am 21. November Phase 6. Da beginnen aber die Kriegsanstrengungen, die wir leisten müssen, bis zum 29. November. Das heißt, wir haben eine Laufzeit und wer das kennt, weiß, muss man Material sammeln, Material leisten, also sowohl Horde als auch Allianz. Und das sind nicht wenige Sachen, die man da leisten muss. Aber durch die Abgabe bekommt ihr nützliche Gegenstände und so Belobigungssiegel. Damit könnt ihr euren Ruf steigern. Und am 4. Dezember wird dann die Ankunft der berühmt-berüchtigten Ankyrash-Krieger zelebriert. Also das Ankyrash-Event beginnt. Und am 6. Dezember öffnen dann die Tore von Ankyrai. AQ20 wird mit 10 bis 20 Spielern möglich sein und AQ40 mit 20 bis 40 Spielern. AQ20 wird zweimal pro Woche resettet und AQ40 einmal pro Woche. Die Frage ist, wann bekommt ihr jetzt das Mount? Und zwar, ihr müsst die Quest Schlag den Gong, glaube ich, heißt sie genau, erledigen. Dafür braucht ihr das Zepter und ihr müsst damit auch den Gong läuten und dann bekommt ihr diesen Ankyrash Kampfpanzer, wie auch immer der heißt, der wirklich episch ausschaut. Und da müsst ihr zwischen 4. Dezember 13 Uhr PST und 6. Dezember 13 Uhr PST die Quest abschließen. Dann erhaltet ihr den schwarzen Kyrash Resonanzkristall. Der neue Raid Ankyrash hält auch ein paar Überraschungen für uns bereit. Und zwar, wir haben es ja schon in Phase 5 und 4 gesehen, dass es gewisse Mechaniken gab in den Raids. Hier schaut es wieder anders aus. Und zwar, Spieler müssen entscheiden, wie weit sie ihr Glück herausfordern wollen, um mit einem neuen System die größte Belohnung zu erhalten. Nach jedem Boss müssen sie sich entscheiden, ob sie ihre Belohnungen einlösen oder anspruchsvollere Mechaniken aktivieren und versuchen möchten, bessere Beute zu machen. Sie müssen das Risiko und die Belohnung gegeneinander abwägen, denn zu viele Tode im Raid könnten bedeuten, dass ihr Team überhaupt nichts verdient. Dann eine komplette Weltneuheit, Dragons of Nightmare and the Nightmare Groove coming to Season of Discovery Phase 6. Und es kommen vier neue Drachen ins Spiel und zwar im Albtraumhain. Den könnt ihr jetzt betreten und ihr könnt euch den vier neuen Drachen schnellen. Emeris, Leton, Terrar und Gisondre. Wieso haben Drachen immer so komische Namen eigentlich? Und zwar, es ist eine Instanz im smaragdgrünen Traum und den könnt ihr betreten und gegen die vier Drachen kämpfen. Wenn ihr einen besiegt habt, könnt ihr euch danach zum anderen Boss teleportieren und den auch besiegen. Wie die Beute ausschaut, wissen wir noch nicht, aber es hört sich sehr, sehr spannend an. Vier neue Drachen, das heißt viele neue Beute. Ich denke mal auch gute, hoffe gute neue Beute für Phase 6. Und das war es auch schon mit den P6 News. Es werden bestimmt bald neue Folgen, um nichts zu verpassen. Nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video.